Das ist eine automatisierte Lösung zum Plasmaschneiden und als Plasmaschneider kommt hier tatsächlich der Parkside Plasmaschneider zum Einsatz. Es ist keine gekaufte Lösung, es ist eine selbstgebaute Lösung. Ich war an einem Workshop und die Geschichte, die dahinter steckt, die ist wirklich Wahnsinn. Mein Mann, seine Halle und ich ist ein Instagram-Kanal, dem ich seit Jahren folge und die haben mich eingeladen und wir haben zusammen an einem Wochenende eine CNC-Plasmaschneidanlage selber gebaut. Und das Ganze, was dahinter steckt, das ist wirklich irre. Das ist das Werk eines positiv verrückten Tüftlers, der in seiner Halle sitzt und nebenbei ganz einfach mal eine CNC-Plasmaschneidanlage samt Steuerung baut. Und die Anlage lässt sich wirklich auch mit professionellen Lösungen vergleichen. Ganz im Gegenteil, die meisten Firmen wären froh, wenn sie sowas auf den Markt bringen würden. Also es ist wirklich kein Witz. Ich habe gestaunt und ihr werdet auch staunen. Bevor wir jetzt die Anlage uns näher angucken, müssen wir natürlich noch ein paar Fragen klären. Ich habe hier erst vor 2 Wochen meine neue CNC-Plasmaschneidanlage vorgestellt. Video werde ich am Ende verlinken, ist auch sehr interessant. Da haben unwahrscheinlich viele Leute gefragt, kann man da auch den Parkside-Plasmaschneider einbinden? Theoretisch ist das möglich, theoretisch bietet aber diese Anlage oder praktisch so viele Möglichkeiten, die dieser Parkside-Plasmaschneider nicht unterstützen würde. Und daher macht es wirklich wenig Sinn. Ich habe mich da auch mit dem Konstrukteur, mit dem Ballasch auseinandergesetzt und der hat auch gesagt, wenn sich jemand so eine Anlage anschafft, der sollte sich einen vernünftigen Plasmaschneider anschaffen. Warum habe ich jetzt 2 CNC-Plasmaschneidanlagen? Ist natürlich verrückt, aber im Prinzip, wer zu so einem irren Wochenende eingeladen wird, das heißt, ich hatte mit meinem Mann, seiner Halle und ich, mit Pascal und Nicole schon länger Kontakt und die haben jetzt gesagt, wir laden euch mal ein, wir bauen zusammen an einem Wochenende so eine Anlage. Kollege, der Kielski, hat das mit Zeitraffer aufgenommen und wir haben im Prinzip das gemacht, was Pascal uns vorgegeben hatte. Er hatte ohne Ende 3D-Druckteile und hatte ohne Ende Amazon-Bestellungen getätigt und wir haben das Ganze dann in der Form zusammengebaut. Hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, war aber auch sehr herausfordernd, gerade für jemanden wie mich. Ich bin Schweißer, ich bin Metaller, ich sage immer, ich kann mit dem Hammer wo draufhauen. Dieses Ganze mit der Elektrotechnik und sowas, das ist nichts für mich, die kleinen feinen Sachen. Trotzdem, ich habe mich durchgebissen das Wochenende, hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, war eine gute Kameradschaft, Kollegen haben sich untereinander wirklich Hammer geholfen und jetzt gucken wir uns die Anlage ein bisschen näher an. Die Anlage an sich besteht jetzt aus diesen Aluminiumprofilen. Die Aluminiumprofile haben bei mir dann hinterher ungefähr einen Schnittbereich von 650, Breite 900 mm Länge. Ich habe die Aluminiumprofile, auf den Profilen laufen dann diese Fahrwerke. Das sind also im Prinzip Schrittmotoren, das sind Rollen und das sind dann hier alles 3D gedruckte Bauteile. Ich habe so die X- und die Y-Achse und habe dann hier zusätzlich die Z-Achse und dann hier, wie gesagt, auch ohne Ende 3D gedruckte Teile, die Pascal alle selber entwickelt hat. Dann haben wir hier noch die schönen Schleppketten. Das Ganze ist mit der Steuerung verbunden. Das ist mal so in Kurzform erklärt. Das heißt, er hat alles vorher gedruckt, hat alles vorbereitet. Wir sind dann vorbeigekommen, haben uns hingesetzt und er hat gesagt, so jetzt schrauben wir das zusammen, schrauben wir dies zusammen, schrauben wir jenes zusammen und dann haben wir da losgelegt in der Form. Hat unglaublich viel Spaß gemacht und wenn man hinterher so das Ergebnis sieht, ne, klar, ohne Pascal wäre das alles in der Form nicht möglich gewesen. Ich fand es aber unglaublich interessant und muss euch das natürlich auch in der Form präsentieren. Und wir gucken uns jetzt mal die Steuerung an. Die ist wirklich das Herzstück dieser Anlage und das ist schon mal so der absolute Hammer. Das heißt, das ist die Steuerung, beziehungsweise hiermit kann ich die komplette Anlage steuern. Ich habe hier die Möglichkeit, an diesem Drehrad zu arbeiten. Ich habe ein Touchscreen, ich habe hier oben Notaus für die Elektrik. Jetzt habe ich die verschiedensten Auswahlmöglichkeiten hier, Create. Das heißt, ich kann hier ein Bauteil richtig erstellen. Das machen wir als erstes. Ich habe die Möglichkeit, ein Bauteil, also ein G-Code-Programm reinzuladen. Ich kann an meinem Computer eine DXF-Datei zeichnen und kann die in G-Code umwandeln und kann das Ganze dann hier reinladen. Das Reinladen funktioniert ganz einfach über das WLAN-Netz. Also es ist extrem ausgereift dafür, dass das ein Bastler erstellt hat. Ist wirklich Wahnsinn. Also da können sich viele Firmen eine Scheibe von abschneiden. Ich habe dann die Möglichkeit, das machen wir mal als erstes hier, reinzugehen. So. Ich habe hier die verschiedensten Achsen. Die Achsen kann ich anwählen. Ich fülle mir hier extra mit 2 Kameras, damit man das Ganze auch sehen kann. Habe hier die Z-Achse.
kann dann die nächste Achse anwählen, kann das Ganze verfahren hier in der Form. Das macht auch richtig Spaß. Muss man aufpassen, dass man nicht zu weit fährt in der Form. Ich habe hier keine Endschalter. Wenn ich an das Ende rankomme, dann rutscht die Anlage einfach durch. Wenn ich dann hier an irgendeinem Punkt bin, ich fahre das praktisch, das gucken wir uns gleich an meinem Bauteil ran. Und wenn ich an meinem Bauteil bin, wo ich anfangen will zu schneiden oder dem Punkt, wo ich anfangen will zu schneiden, dann kann ich die Achse ganz einfach hier oder die verschiedenen Achsen ganz einfach auf 0 setzen. So setzen wir die hier auch nochmal auf 0. So, und wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, dann kann ich hier einfach ein Bauteil erstellen. Ich habe hier also so eine kleine Bibliothek, habe hier die verschiedensten Bauteile. Ich habe hier die Möglichkeit, einen Kreis zu erstellen, ein Quadrat zu erstellen, ein abgerundetes Quadrat oder auch ein Rechteck. Ich habe die Möglichkeit, ein Dreieck zu erstellen, hier ein Flansch. Da kann ich gucken, wie viel Bohrung ich habe. Ich habe eine Platte mit Bohrung und. Allein das ist schon also wirklich genial. Und es ist auch idiotensicher. Also ich habe es wirklich ausprobiert. Ich habe hier die Möglichkeit zu sagen, wo ist der Anschnitt? Also wo ist das Bauteil verstellt? Das sieht man hier. Habe ich 5 Punkte. Ups, ich fange mal hier einfach bei der Mitte an. Ich kann dann sagen, entweder ich mache ein Loch, das heißt der Anschnitt ist innen, oder ich mache, dass der Anschnitt außen ist. Das sieht man hier an dieser kleinen Stelle. Und dann kann ich hier den Durchmesser angeben. Und dann habe ich eine Scheibe, die ich einfach ausbrennen würde. Das wäre jetzt eine Scheibe. Ich würde das Ganze reinladen. Ich bin jetzt in der Mitte der Anlage. Das heißt, das platzt auch. Da müsste jetzt ein Blech unter, müsste der Plasmaschneider angeschlossen werden. Und jetzt kann ich hier drauf drücken und das Ganze fängt an abzuarbeiten. Das ist jetzt natürlich einfach nur in der Luft. Ich habe hier oben die Möglichkeit M3. Sieht man hier, das ist der Befehl, da geht der Plasmaschneider an. Ich habe jetzt die Möglichkeit, hier die Geschwindigkeit einzustellen. Und habe hier die Möglichkeit, die Höhe noch zu korrigieren. Das ist keine Anlage, die natürlich die Höhe steuert in der Form. Würde ja auch ein Parkside-Plasmaschneider nicht anbieten, dass man das damit macht. Ich kann also die Höhe hier im Schnitt manuell nachkorrigieren, wenn das Ganze nötig ist. Und so hätte ich jetzt meine Scheibe abgefahren und könnte dann halt die nächste Scheibe ausbrennen oder halt das nächste Bauteil. Genauso kann ich jetzt hier reingehen, kann sagen Load File. Hier habe ich verschiedene Programme, die ich erstellt habe. Das heißt, ich muss am Computer etwas zeichnen oder ich kann etwas zeichnen oder kann mir auch eine Zeichnung, eine DXF-Datei runterladen. Kann dann diese DXF-Datei nehmen, kann die in G-Code umwandeln. Da gibt es verschiedene Programme. Und dann nehmen wir einfach mal diese Platte hier und laden die hier rein. Dann haben wir diese Platte hier reingeladen und jetzt kann ich hier auch wieder wählen, wo ich bin. Man sieht an der Anlage, wo ich bin, also ich kann das Ganze noch verschieben. Wenn mein Blech eine andere Form hätte, dann würde ich hier einfach nochmal drauf drücken und würde sagen, von wegen, die Achse gefällt mir hier noch nicht so richtig, die Y-Achse. Und genauso die X-Achse gefällt mir noch nicht so richtig. Dann stelle ich das Ganze hier ein, gehe auf 0, gut, 0, 0. So, jetzt gehe ich hier wieder zurück und das Ganze kann starten. Jetzt sieht man hier wieder, wie das Ganze abfährt. Einmal, wie es am Computer abfährt, einmal, wie es hier abfährt. Und ich habe da unten mein kleines Gerät. Das sieht man jetzt immer gleich. Immer, wenn es schneiden müsste normal, dann geht das Licht an. Da würde normal der Plasmaschnitt durchgeführt. Auch den kann ich ausschalten. Das heißt, auch wenn die Plasmaanlage voll montiert ist, eingeschaltet ist, kann ich das Ganze immer in einem Testlauf durchführen. Und das für jemanden, der das wirklich nebenbei, er hatte 2 Wochen Urlaub, da hat er das Ganze nochmal verfeinert. Ich hatte es vorher schon mal gesehen, da war es noch nicht ganz so ausgereift, aber jetzt ist das schon unglaublich ausgereift. Ja. Kann also hier die Schnittgeschwindigkeit dann halt anpassen, kann hier bis auf 200% gehen, dann schneidet er relativ schnell. Das muss man natürlich hinterher anpassen, wenn man schneidet, je nachdem, wie viel Leistung man hat, je nachdem, wie dick das Material ist oder wie dünn das Material ist, dass man da die Schnittgeschwindigkeit in der Form anpasst. Also kann man auch ganz langsam machen. Jetzt wäre er fertig und dann geht die Anlage oder gleich ist er fertig. Jetzt ist er ganz langsam bei 30%. Jetzt geht die Anlage wieder aus dem Schnitt raus und dann kann ich das Bauteil entnehmen. Könnte ich hier meine Achse in der Form verfahren, könnte das Ganze wegfahren, könnte mein Bauteil rausnehmen. Also ich finde, das ist schon absolut genial. Also diese Kombination, diese Einfachheit, wie man das Ganze hier ausführt. Ich habe auch erst, wo ich das gesehen habe, um Gottes Willen kriegst du das hin. Aber wenn das so in der Hand hast und das so von der Optik her oder so, ich finde das super. Also ich finde das wirklich super. Ganz großes Kompliment an meinen Freund Pascal. Da hast du wirklich was ganz, ganz Tolles gemacht. Und jetzt werden wir hier einen Plasmaschneider anschließen und dann werden wir natürlich versuchen, damit Plasma zu schneiden.
Jetzt habe ich hier meinen Plasmaschneider. Jetzt muss ich natürlich die Kommunikation mit der Anlage herstellen. Das geht ganz einfach über diesen zweipoligen Anschluss. Das heißt, hier ist nochmal der Stecker vom Schlauchpaket drin. Ich würde hier nochmal draufdrücken, dann würde die Anlage oder der Plasmaschneider an- und ausgehen und das erledigt jetzt meine Anlage. Ich muss einfach an diesen Stecker rangehen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn man hier meine CNC-Schneidanlage sieht, dann sieht man, ich habe den ganz normalen Handbrenner. Der ist bei meinem Plasmaschneider sehr leicht und filigran. Außerdem habe ich natürlich hier eine sehr solide Anlage. Da ist das in der Form möglich. Hier wäre das theoretisch auch möglich, aber trotzdem, der Brenner hängt natürlich stark nach hinten runter. Darum habe ich mir einen Maschinenbrenner geholt. Ich werde es aber vielleicht auch nochmal mit dem einfachen Brenner auch ausprobieren. Ich werde es heute aber mit dem Maschinenbrenner ausprobieren, wenn es klappt. Ich habe sogar nur eine Düse, also wenn ich mir die versaue, müsste ich gleich abbrechen. Ich habe hier ganz normal so Laschen. Das ist ein Maschinenbrenner, der wird halt gerade eingebaut, kann man sich kaufen bei eBay, bei Amazon. Ich habe für den ungefähr so 50 Euro bezahlt, also ist auch sehr bezahlbar. Hat hier hinten M16x1,5 Anschluss oder mal 1, weiß ich nicht genau, ist aber auf immer, jeden Fall immer der gleiche Standard. Ich habe den zweipoligen Anschluss, ich habe die Möglichkeit für den Pilotlichtbogen. Der ist natürlich entscheidend. Wir wollen hier nicht mit Kontakt schneiden, wir wollen mit Pilotlichtbogen schneiden. Und das ist natürlich immer die Frage, wie das Ganze mit dem Pilotlichtbogen ist. Die Anlage hat auch eine Hochfrequenzzündung. Die soll teilweise immer die Steuerung stören. Aber wie gesagt, so eine Anlage hat es schon mit anderen Plasmaschneidern von anderen Herstellern geschafft, damit zu schneiden. Dementsprechend denke ich, das funktioniert hier auch mit. Das werde ich jetzt alles montieren und baue die Anlage so ein bisschen um und werde dann den ersten Schnitt ausprobieren. Und das ist natürlich ein absolut geniales Gefühl, wenn die Anlage jetzt das erste Mal angeht, wenn man automatisiert mit einer selbstgebauten Lösung da irgendwelche Bauteile zuschneidet. Und jetzt könnte ich euch erzählen, das läuft alles problemlos, das hat so gut alles funktioniert. Am Ende hat es auch gut funktioniert, aber man muss sich in sowas wirklich ein bisschen reinfuchsen. Man muss sich da ein bisschen Zeit zu geben. Das heißt, ich habe erstmal wild angefangen zu schneiden, habe dann da auch mal aufgesetzt oder dergleichen, habe das Blech verschoben. Aber am Ende sieht man, stimmen die Resultate. Also ein bisschen sich Zeit geben. Man kann das Ganze immer vorher simulieren mit der Anlage und dann kriegt man hier wirklich absolut geniale Ergebnisse. Bin ich sowas von begeistert, sowas von angetan. Ich bin mir auch sicher, dass es für viele von euch wirklich absolut geniale Lösung in der Form. Jetzt gibt es natürlich gleich die Frage, was kann man hier an Materialstärken schneiden? Ich habe Millimeterblech als dünnstes geschnitten, habe dann hier 2 mm geschnitten, habe 4 mm geschnitten und habe auch 6 mm geschnitten. 6 mm kann man anschneiden von der Seite oder aus einer Bohrung, man kann es aber nicht einstechen. Das schafft eine Parkside-Plasmaschneider nicht mehr. Aber die Anlage ist ja jetzt nicht nur auf den Parkside-Plasmaschneider begrenzt. Das heißt, ich könnte hier jeden anderen Plasmaschneider dran bauen. Ja, man hat einfach an aus, das hat ja jeder Plasmaschneider in der Form, sonst könnte man ja nicht einstellen. Und dann kann man hier natürlich Materialien in jeglicher Dicke schneiden. Mit dem Parkside-Plasmaschneider, das hat mich wirklich gewundert, habe ich auch 6 mm geschnitten. Und das war der beste 6 mm Schnitt, den ich je mit so einer Anlage hinbekommen habe. Also sieht sowas von sauber aus, sowas von ordentlich. Ich kann hier sogar auch manuelle Trennschnitte durchführen. Das heißt kein Programm, dass man einfach eine Achse anlaufen lässt und dann einfach auf Cut drückt und dann schneidet die Anlage einfach. Kann ich die Höhe noch steuern, kann ich die Geschwindigkeit ein bisschen steuern und dann läuft die Anlage. Also funktioniert auch super. Das sind so tolle Möglichkeiten. Ich habe hier 3, 4, 5 Stunden rumgespielt. Ich glaube, es war abends um 9, wo ich dann irgendwo aus meiner kleinen Halle rausgegangen bin und das war wirklich irre. Also muss ich sagen, ich bin da sowas von begeistert, bin hier am Schneiden, gucke mir die Videoelemente an, was ich da alles zustande gebracht habe und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Man kann also mit dieser Anlage jegliche Kontur, die man als DXF-Datei erstellt oder die man als DXF-Datei irgendwo im Internet findet, einfach runterladen, kann die in eine Anlage reinladen. Man muss da noch so ein paar Prozesse durchgehen, aber das ist wie gesagt nicht so schwierig und dann kann man das Ganze damit schneiden. Jetzt wird der ein oder andere fragen, Manni, wo hast du das Bestellformular? Werde ich mir gleich bestellen. Und da kommt leider die riesengroße Enttäuschung. Das war ein Kreativ-Workshop, ein Wochenende. Da hat der Pascal und die Nicole haben uns eingeladen, mein Mann, seine Halle und ich. Werde ich hier unter auch verlinken. Unbedingt
unbedingt abonnieren, denn damit könnt ihr die bestimmt motivieren, genauso mit Kommentaren hier unter, dass er sagt, Pascal, das darfst du nicht für dich behalten. Das habe ich ihm auch gleich gesagt, das ist so eine tolle Lösung, du kannst damit so vielen Menschen eine Freude machen und ich sage mal so, er spricht hier von ungefähr 300, 350 Euro, was er da bei Amazon ausgegeben hat. Und hat damit diese komplette Anlage generiert oder erstellt, hat verschiedene 3D-Druckteile, die er natürlich gedruckt hat. Und wenn man da eine Videoanleitung erschaffen würde oder so, da würde man wirklich so vielen Leuten eine Freude machen, weil man sieht hier an meinen kleinen Ausführungen, ich bin sicherlich kein CNC-Plasma-Profi wie viele andere, aber ich kann euch das laienhaft erklären, wie ich das wahrnehme, wie ich hier mit Ergebnisse erzielt habe. Und da sieht man schon, dass die Anlage wirklich ein gigantisches Potenzial hat. Er hat sogar nur Magneten darunter und setzt die dann einfach auf eine Tafel drauf oder setzt die auf eine andere Konstruktion drauf, brennt da in seiner Halle zum Beispiel so schöne Rundungen, so schöne Ovale in die Träger rein. Also das ist so eine tolle Lösung. Pascal, nochmal hier, ich habe es dir schon persönlich gesagt, du darfst das nicht für dich behalten und ihr müsst das natürlich alles in die Kommentare hämmern. Pascal, das ist so eine tolle Lösung, bitte nicht für dich behalten. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das hat euch Mehrwert geliefert. Dann freue ich mich natürlich immer über ein Abo und einen Daumen hoch. Ansonsten verlinke ich immer tolle Sachen zum Schweißen und natürlich meine CNC-Plasmaschneidanlage als Bausatz in der Beschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.